Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Legenden Arceus. Ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe noch mal ein paar Aufgaben gemacht. Ich habe ein paar Sachen, ein paar Forschungslevel gemacht und bin dann auf Rangmitglied 6 aufgestiegen. Das heißt, wir waren eigentlich erst 5, jetzt sind wir 6. Weil wenn er so guckt, bis zum nächsten Mitgliedsrang, 3550 Punkte. Yay! Das dauert immer ein bisschen. Darum mache ich das jetzt halt immer ein bisschen offscreen, immer so nebenbei mal. Ne, guckt mal, die könnten wir zum Beispiel, müsste ich nochmal fangen. Dann hätten wir es wahrscheinlich. Und die sind ja relativ einfach zu fangen. Aber hier ist schon ein bisschen schwieriger. Den haben wir ja schon mal. Aber ja, das muss man halt so ein bisschen machen. Aber das mache ich so nebenbei. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber du haben wir auch schon aufgesehen. Was habe ich noch gemacht? Ich habe ein paar Nebenquests fertig gemacht. Aber auch nichts, wo man sagen müsste, hey, das ist jetzt so schlimm. Ich habe einfach nur diese Questen, Nebenquests gemacht, wo ich den Pokédex-Eintrag vervollständigen musste. Das hier zum Beispiel ein im Sumpf verlorener Talisman. Finde den Talisman, den Jungen im roten Sumpfland verloren hat. Das heißt, der könnte überall sein. Nee, das wollte ich jetzt nicht andütschen. Wir machen die. Weil, ohne Witz, der könnte ja überall sein. Oh, zurück, Entschuldigung. Das rote Sumpfland ist halt nämlich riesig. Schön, dass ich mit der Steuerung mal wieder zurechtkomme. So, ich wollte aber hier rein, ne? Der könnte hier überall sein. Und dann denke ich mir so, boah, ich bin schon so ein bisschen mit dem Bären rumgelaufen. Aber ich habe den nicht gefunden, darum, würde ich doch ganz gern lieber den machen. So, das mache ich vielleicht irgendwann mal so nebenbei. Aber wir haben schon sehr viel hingekriegt, muss ich sagen. Ich habe zum Beispiel Kinoso immer noch nicht gefunden. Den soll es aber halt auch nur da geben. Das mit den Sammeln dauert halt noch. Und der Geschmack von Honig. Ich war auf dieser Insel, ich habe aber keinen Wadribi gefunden. Ich habe alles andere gefunden, aber keinen Wadribi. Ist das eine so komisch und das andere so? Ah, seltsam. Nein, das wollte ich nicht. Genau. Jetzt wollte ich aber mit euch zusammen jetzt hier das hier machen. Wenn man Forschungslevel Level 6 aufsteigt, dann kann man Hyperbälle herstellen. Und ich glaube auch Hypertränke, bin mir aber nicht so sicher. So sieht jetzt derzeit unser Team aus. Da wir gegen... Ist Lili schon Stahl? Nee, immer noch Drache. Ich werde dann mit Chaos kämpfen, weil Chaos hat ja Wasserattacken. Damit kriege ich den schnell runtergeböllert. Aber gut, machen wir mal hier. Bist du bereit, Maika? Allzeit bereit! Ich bin gespannt, wie der Kampf abläuft. Maika, bitte kümmere dich um Akani. Es mag jetzt ein König sein, aber die grenzenlose Wut bereitet ihm sicher große Qualen. Vielleicht ist er auch einfach nur sauer. Sei bloß vorsichtig, halt du die Schnüss. Der frühere König konnte eine verheerende Attacke entfesseln, nachdem er eine Weile stillstand um sich Licht herum bündelte. Denk daran, auszuweichen, damit er dich nicht erwischt. Ich werde so drauf gehen. Ich bin ein wenig sauer auf Perla, muss ich gestehen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihr. Er kann im Feuer laufen. Hi! Wieso sehen sie ihn nicht? Okay. Wow!
Boah, das tut aber weh. Weißt du, ich gehe gleich drauf. Ich hab Angst. Kannst du gar nicht ausweichen. Kann ich jetzt endlich mal kämpfen? Sie wird schwarz vor Augen. Ach nee. Wenn Akani seine Kraft sammelt, bereitet es einen Flammenangriff vor, dem nichts auszuweichen ist. Beeil dich und wirf so viele Ruhegaben wie möglich, um seinen Angriff zu verhindern. Möchtest du es erneut versuchen? Ja, muss ich ja. Schön, dass ich daneben geworfen habe. Direkt auf den Po. Hoppala, schuld. Wann darf ich denn mal gegen ihn kämpfen? Das funktioniert schon mal nicht. Nein. Sehe nix. Ach Mann! Du Arschkuh! Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Oh. Das Ding ist endlich weg, danke schön. Was hat denn Akani für ein Level? 36. Ja! Beim zweiten Versuch. Ja gut, manchmal muss man sich aber auch erstmal reinfinden, um zu überlegen, okay, was ist das jetzt? Das wird, während er diese Attacke auflädt, dass ich den dann weiter ganz schnell beschmeißen muss, okay, das muss man halt auch erstmal wissen. Komm, lass dich knuddeln. Seht ihr das? Das Licht, das aus Akanis Körper geströmt ist, es verschwindet im Riss im Himmel. Lass dich knuddeln. Lass dich lieb haben, komm. Du hältst die Feuertafel von Akani. Ah ja, toll. Ich frage mich, was jenseits dieses Risses liegt. Habe ich da gerade den Ruf 2 Akani gehört? Verstehe, so ist das also.
Okano, nein, Akani, König der Insel. Von jetzt an müssen wir getrennt leben, wenn wir beide unseren Pflichten nachkommen wollen. Akani. Keine Sorge, du bist jetzt stark genug, wesentlich stärker als ich sogar. Akani. Erfüllen wir unsere Pflichten als König und Wächterin. Kannst ihn ja trotzdem besuchen gehen. Geh nun, mein König der Insel. Akani. Ich meine, du kannst doch trotzdem den besuchen gehen. Ihr könnt ja trotzdem knuddeln. War ich der Einzige, der den Ruf des früheren Königs Akani gehört hat? Ja, das hast du dir nur eingebildet. Bitte tu mir das nicht an. Ich bin schon ängstlich genug, wenn ich jetzt noch auch noch die Stimmen von Geistern höre. Tut mir leid, dass ich dir Angst eingejagt habe. Ich habe den Ruf des früheren Königs ebenfalls gehört. Anscheinend war ich nicht die Einzige, die stets über das kleine Fukano gewacht hat. Ich danke dir, dass du Akani nach seinem Aufstieg zum König besänftigt hast, Maika. Eigentlich hast du schon genug für uns getan, aber ich möchte dich trotzdem darum bitten, auch Perla weiterhin zu helfen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das machen will. Dann lass uns gehen, Suzuki. Maika, ich konnte nur zusehen. Ana wurde stets vorgeworfen, sie sei nicht in der Lage, Fukano zum König aufsteigen zu lassen. Alle im Pörklern haben das gesagt. Daher schlug ich ihr vor, es mit einem besonderen Training zu versuchen. Doch das verärgerte sie nur. Sie erklärte mir, dass das Kleine den Tod seines Vaters mit eigenen Augen angesehen und sein Herz dadurch tiefe Wunden davongetragen habe. Würdest du es angesichts dessen für eine Wächterin als angemessen erachten, dem Kleinen ein hartes Trainingregiment aufzubürden? Das hat sie mich gefragt. Sie wirkte so wütend. Und als Akani dann zum König wurde und in Rage geriet, konnte ich nichts tun. Das stimmt doch nicht. Obwohl ich erst später dazu gekommen bin und außer den Ruhegaben nichts beigetragen habe, hast du so nette Worte für mich übrig, Maika. Deren bin ich nicht würdig. Ja, da hast du aber recht. Ich war noch sehr jung, als ich Oberhaupt wurde und ich wusste nicht, in welche Richtung ich den Pörklan führen sollte. Deshalb habe ich krampfhaft an unseren alten Bräuchen und Städten festgehalten, auch wenn ich dafür als altmodisch bezeichnet wurde. Doch dank dir ist mir endlich klar geworden, was ich will. Ich möchte Hisui beschützen. Ich würde gern bald wieder gegen dich kämpfen, Maika, auch bitte nicht. Wenn ich an der Seite meines Partners in den Kampf ziehe, kann ich hoffentlich die Stärke erlangen, die dir zu helfen. Und mit jedem Mal habe ich das Gefühl, dass meine Welt ein Stückchen größer wird. Ich bin kein Fan von dir, Perla. Am Anfang war ich Fan von dir, aber jetzt nicht mehr. Schon wieder habe ich etwas von Rana gelernt. Ich muss mich später bei ihr bedanken. Außerdem will ich dringend wissen, was zwischen ihr und Suzuki vor sich geht. Aber jetzt muss ich hier weg. Es ist viel zu heiß. Auf Wiedersehen, Maika. Ich kann dir sagen, was zwischen den beiden läuft. Die haben sich lieb. Verstehst du? Die haben sich lieb, meine Madame. Ich würde ganz gern eigentlich mal hier so schauen, ob nicht irgendwo ein Inkognito rumpelt. Was passiert, wenn ich da jetzt reingehe? Ah, ich kann da gar nicht rein. Ha! Haben die dran gedacht, dass es so Leute gibt wie mich, die einfach mal probieren, was passiert, wenn ich in Lava gehe. Ist ja in Ordnung. Kann ich hier ins Offen? Ja, vielleicht was. Der kann aber auch nicht, okay. Ist wahrscheinlich dann auf der anderen Seite. Hätte ja sein können, dass hier vielleicht auch irgendwo noch ein Inkognito ist. Ich meine, ich würde es dem Spiel zutrauen. Was mich auch manchmal so ein bisschen ärgert, ich gucke hier die Parts beim Skinner, ne? Und der zum Beispiel, der hatte hier das Glück, hier einen Akani zu fangen. Beziehungsweise ein Fukano. Und dann denke ich mir so,
Wie funktioniert das? Wenn ich hier so rumdümpel, passiert gar nichts. Ich kriege immer nur die Pokémon, die ihr auch kriegt, aber ich kriege nie jetzt irgendwie so Pokémon, wo ich sage, ey, die könnte ich gebrauchen. Ich meine, ich würde zwar jetzt Arcani nicht holen, beziehungsweise Vulcano, aber ich brauche den ja für den Pokédex. Er hat zum Beispiel auch einen Vulpix gefangen. Ich denke mir so, das kann doch nicht wahr sein. Er hat mehr Glück als Verstand, der Junge. Geht ja schon manchmal so ein bisschen so in Richtung Unfairness. Na gut, jetzt werden hier wahrscheinlich gar keine Pokémon sein. Ist auch ein bisschen schrecklich. Ich möchte doch so kurz hochspringen. Danke. Da ist es, guck mal. Ich hab's gefunden. Wie komme ich jetzt ran? Spielen wir es mal mit dem Federball. Einfach so runter, so. Das sind jetzt überhaupt keine. Weil das so Quest, weil das jetzt so eventmäßig war, gibt es jetzt hier gar keine Pokémon heute. Und mir soll es recht sein. Ach, was ich auch gemacht habe, ist, ich habe meine Tasche erweitert. Ich habe ein bisschen Geld investiert in den Dude, der ja sagt, ey, ne, ich kann ja dafür sorgen, dass deine Tasche erweitert wird. Ich hatte das erst falsch verstanden. Ich habe erst gedacht, dass er den Taschenplatz, den ich so schon habe, einfach insofern erweitert, dass ich statt 90 Pokebälle jetzt 150 Pokebälle oder sowas kriege. Nee, der erweitert schon die Tasche. Moment, das kann ich euch zeigen. Ich habe jetzt hier im Prinzip noch 3 Reihen. Noch. Das kostet mich aber. Der geht immer ein Tausender höher, sobald der nächste Taschenplatz dran ist. Ne, das hat mich, glaube ich, jetzt schon 10.000 oder so gekostet. Dann wird das jetzt hier 11.000 kosten. Und der ist schon übel. Der ist schon übel, ich sag so. Aber sonst habe ich eigentlich nichts Wirkliches gemacht. Ein bisschen was verkauft. Ich habe wieder hier so ein Schwarz-Augit im Prinzip. Ich habe das mit den ganzen Leistungssteinen auch verbraucht und die auf meine Pokémon dann angewendet. Damit die einfach mal ein bisschen, wenn es sein muss, ein bisschen gepowert werden. Ah, ich war erfolgreich. Ich habe ein Inkognito gefunden. Yay. Ich habe gar nichts davon. Registrierte Form 5 von. Ganze 20 Punkte. Yay! Geh ins Dorf zurück. Ja, mache ich auch. Wollte ich doch auch. Habe ich das denn auch noch in meiner Tasche, ey? Hatte ich nicht vor. Ja, habe ich. Ach ja, Hornweisel habe ich. Ich habe mir ein weibliches Wartribi gefangen und Hornweisel dann im Prinzip entwickelt. Ich habe Magma entwickelt zu Magbrand. Ich habe mir, ich hatte ja noch männliches Trassler, da habe ich mir einen Funkelstein, glaube ich, gekauft. Und das dann weiterentwickelt, damit ich das auch habe. Ich habe einen Scaraborn gefangen. Als Elite. Da habe ich hier noch Ictiri als Elite gefangen. Also ich bin ein bisschen rumgedümpelt und habe ein bisschen was gemacht. Mir fehlen jetzt, habe ich noch gesehen, mir fehlen noch Xiana und Fulipurba und Filinara. Okay.
So. Kommst du mal da mit hin. Ihr kommt auf beide 7. Das Problem ist, das ist zwar schön, wie gesagt, ne, aber sind das mit dem Pokédex nicht so cool. Ich würde mir wünschen, wenn sie dann hier so A, B, D, das ist denn D. Wenn sie mir doch einfach nur denn die Buchstaben denn ersetzen würden. Ne? Ich weiß nicht, Tempel, Ruinen, eine Säule. Okay, ein. Ein? Keine Ahnung. Ein. Ein Teich. Ein. Samer. Berg. Okay. Okay. Also, ne. Ich finde es ein bisschen blöd. Also, das mit den Inkognitos finde ich nicht so gut gemacht. Wenn sie dann halt wirklich das mal ersetzen würden. Anscheinend. Hast du wieder was Neues? Die hat wieder was Neues. Was tun jetzt schon wieder? Melone. Wintermütze. Kopftuch. Stirnbänder. Masken. Diese Kordonstirnbänder. Hässliches Oberteil. Winterjacken. Ein vakantes Oberteil. Klar, natürlich jetzt, wo ich wahrscheinlich Arcani gemacht habe, dann kriege ich wahrscheinlich jetzt auch irgendwann mal von Arcani hier das extravagante Oberteil. Hier würde ich mir das echt wünschen, dass ich doch jetzt bitte mal bei den Anzügen irgendwie mal ein Kleid kriege. Ich meine, wenn die hier schon so Anzüge reinstellen, dann können sie mir auch jetzt noch ein hübsches Kleid reinstellen. Ja, und die brüllen halt. Braucht keiner. Nichts Besonderes. Ich habe nämlich hier bei der Dame meine Freundschaftspunkte mal ausgegeben. Ich kann ja im Prinzip Items erhalten. Und wie ihr seht, ich habe nur noch 967, weil ich habe mir wirklich hier so einen Leuchtstein oder war das ein Funkelstein? Ich glaube, einen Funkelstein geholt. Manche Steine habe ich ja. Bei Blattstein bin ich mir nicht so sicher, ob das mir denn Fully Purba einbringt. Und will jetzt warten, bis ich das denn geholt habe. Eisstein. Donnerstein. Mondstein. Ich kann mir halt vorstellen, dass dann halt so. Ja, Felinara fehlt mir noch so ein bisschen, ne? Hier, Blattstein. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe den. Ich hatte ja so einen Magmarisierer gefunden und den habe ich dann halt auf nicht Magbi, sondern Magma angewendet und der wurde dann zum Magbrand. Sag mal, was verkaufst du da oben nochmal? Die Talismane. Das würde ich mir ganz gerne nochmal angucken. Der Glücksschrein beschützt Jubeldorf. Daher sind wir zu Dank verpflichtet. Sag mir, Kind, was wünschst du dir? Gesundheit? In diesem Fall empfehle ich dir den Talisman. Was sagst du? Nicht kaufen. Aber er müsste... Es wäre cool, wenn sie mir einfach nur sagen würde... Wenn ich mir die angucken könnte. Oder was sie machen würden. Das muss ich mir nochmal ein bisschen genauer durchlesen, denn wenn es soweit ist. Würde ich jetzt ungern so machen. Das Haus ist immer noch dabei. Der Dude, ey, du bist so teuer, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel hatte ich in meiner Tasche? 35.000, ja. Gehen wir zu Dinbuku. Ma, Schock! Alle anderen haben ja anscheinend irgendwie gar keine Quest gerade. In Ordnung. Gute Arbeit im Koboldküstenland. Ja, danke. Du hast nicht nur der Galaktik-Expedition, sondern auch dem Perklorn mit einem großen Dienst erwiesen.
wäre durchaus wünschenswert, wenn deine Bemühungen auch Einfluss auf den Riss im Raum-Zeitgefüge hätten. Wären wir imstande, den Riss zu schließen, würden sich damit möglicherweise auch die Zweifel an dir in Luft auflösen. Allerdings habe ich nicht die geringste Ahnung, wie man das genau anstellen könnte. Sei weiter so diszipliniert. Lesen. Man müsste auch mal lesen können. Ist jetzt wieder Abend? Ah ja, klar. Theoretisch mache ich alles an einem Tag immer so, ne? Meine Kartoffelmochi haben heute eine leichte andere Note, weil sie in den Flammen eines Pokémon geröstet wurden. Wo ihr bekommst? Jemand mal so Mochi gegessen? Oh, ich hätte so gern den Moment erlebt, in dem ein Pokémon zum König aufsteigt. Könnten Sie denn überhaupt auf Salmagnus reiten, Professor? Ich kann nicht mal einen Ball richtig werfen. Oder ein Pokémon ausweichen, selbst wenn mein Leben buchstäblich davon abhängt. Glaubt ihr wirklich jemand, dass ich auch nur eine Sekunde auf Salmagnus über die Wellen reiten könnte? Nichtsdestotrotz. Wer sich stets bemüht, dem wird es am Ende entgolten. An diesem Sprichwort halte ich mich. Irgendwann werde ich auf ein Pokémon reiten und meine Erfahrungen dann im Pokédex festhalten. Frag mich, wie viele Kapitel es gibt am nächsten Tag. Hey ho, Captain. Arr. Captain Nemo, oder wer bist du? Ich wünsche einen guten Morgen, vom Himmel herabgefallene. Der Boss der Galactex-Expedition, Nenpuku, möchte, dass du sein Büro aufsuchst. Ich weiß nicht, ob ich das will. Sollen wir darüber nochmal reden? Ich habe nicht mal die Wahl. Maika, ich habe eine neue Mission für dich. Besänftige den König der Höhle, Elektroball. Er befindet sich im Kraterberg Hochland. Okay. Elektroball ist in der Lage, Elektrizität in seinem Körperinneren zu speichern und dann stoßartig freizusetzen. Doch seit es in Rage geraten ist, verursachen seine Stromstöße gewaltige Explosionen. Um sicher zur Hoheitsstätte von Elektroball zu gelangen, benötigst du die Hilfe des Pearl-Clans. Ich habe Pearler bereits informiert. Moment mal! Wer denn? Egal wie viele ihr seid, mich könnt ihr nicht aufhalten. Achso, sie ist ein Mädchen. Das ist manchmal mal so ein bisschen schwierig. Hi. Hallöchen, Boss der Galaktik-Expedition. Hier bin ich. Du hast doch sicher nur vergessen, mir eine Einladung zu schicken, nicht wahr? Sie ist die böse Fee und verhext mich jetzt zu einem 100-jährigen Schlaf. Tsubaki, du kannst doch nicht einfach hier so reinplatzen. Wir haben gerade etwas Wichtiges zu besprechen. Genau deswegen bin ich doch hier. Wollt ihr mich als Wächter von Elektroball etwa außen vor lassen? Das ist bereits geklärt. Maika wird dem König der Höhle für uns beruhigen. Autsch, hättest du echt so wenig... Hältst du wirklich so wenig von mir? Oder vom gesamten Diamantenclan? Oder glaubst du wirklich, dass du eine halbe Portion Elektroball beruhigen kannst? Hallo, ich habe schon Akani beruhigt, ich habe schon Dressella beruhigt, ich habe mit Ursaluna gekuschelt, ich habe, wie hieß das erste? Axanthor beruhigt, ich habe schon viel mehr gemacht als du. Also knurr mich nicht so an. Und nimm die Mütze runter, in geschlossenen Räumen eine Mütze zu tragen, ist unhöflich. Ich möchte mich aus tiefstem Herzen dafür entschuldigen, dass dieser Rüpel hier eingefallen ist. Dafür brauchst du dich nicht zu entschuldigen. Wächter Tsubaki ist einfach so stark, dass selbst ein gut trainierter Sicherheitstrupp ihn nicht... Ach, es ist ein Kerl. Ihn nicht aufhalten kann. Die Haare haben mich jetzt leider etwas verwirrt. Es tut mir leid. Allerdings werde ich den Sicherheitstrupp nun einen noch härteren Training unterziehen müssen. Ja, die werden sich bedanken. Tsubaki, wegen dir wird sich der Sicherheitstrupp heute Nacht in den Schlaf weinen. Expeditionsleiter Denboku kann mit seinen Sumo-Künsten den ganzen Felsen durch die Luft werfen. Ich hätte wirklich gedacht, das wäre ein Vibe. Scheiße, verdammt. Lass uns zurück zum Thema kommen. Maika, du beruhigst Elektroball. Tsubaki, dich möchte ich darum bitten, zu helfen, falls es Probleme geben sollte. Ajo, ich muss mich umziehen.
Nun, macht euch auf. Dünne Luft und steile Pfade. Tsubaki, du solltest die Galaktik-Expedition oder zumindest Maika auf keinen Fall unterschätzen. Sieh nur zu. Deine Stärke, indem du gegen die am Kämpfer. Ich weiß nicht, ob ich kämpfen möchte, aber okay. Was könnte der haben? Uli Porba. Im Stehen. Wir haben alle schon wieder. Was wollt ihr denn alle von mir? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ach, komm. Da hinten ist auch noch einer. Eine neue Nebenmission. Ey, wie viele Nebenmissionen gibt es denn noch? Oh, na gut, gehen wir vom Feld und dann arbeiten wir uns nach vorne. Was möchtest du diesmal für ein Pokémon? Ich meine, du hast jetzt schon eins, das Feld anlegt. Du hast eins, was bewässert. Was möchtest du jetzt? Oh, meine Helfung vom Forschungstrupp. Du kommst genau zur richtigen Zeit. Ich würde den Acker gerne noch erweitern, aber diese großen Felsen liegen mir im Weg. Falls du ein Pokémon dabei hast, das die Attacke Zertrümmerer beherrscht, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du es mir ausleihen könntest. Da muss ich gucken. Ajo, da muss ich aber gucken. Hätte ich nicht eventuell ein Kampf-Pokémon? Also das Kampf- oder Gesteins-Pokémon, das Zertrümmerer könnten, wäre auf jeden Fall möglich. Ich weiß, dass mein Skinner hier das könnte. Achso, Pokémon, die wir... Nee, ich würde ganz gern... Maschok könnte ich mir gut vorstellen, dass der das könnte. Attacken verwalten. Doch, der kann das auch. Halt weiter. Statt Erholung brauchst du nicht. Patronen. Statt Risikotackle. Dann nehme ich dich mal mit. Danke. Wieso bist du so groß? Ich finde das mit den... Ah, das Haus ist gebaut. Lass mal reingehen. Das sieht so nach einem Laden aus. Wo ist die Tür? Hier. Lass mal betreten. Ich will wissen, wer da drin ist. Ich habe durch einen Pokémon-Angriff mein Zuhause verloren, aber der Boku war so freundlich und hatte mich hier aufgenommen. Okay. Wir mussten langsam das Dorf weiter ausbauen. Von überall kommen Leute her. Ja, das ist mir bewusst. Wir machen das jetzt noch mit dem Feld und dann mache ich Partende. Sag mal, wann ist eigentlich hier meine Ernte reif? Mein Freund. Ich weiß gar nicht, was ich gesehen habe, aber okay. Bald ist die Ernte reif, okay. Ja, ich habe es mitgebracht. Ich hätte es auch direkt aus der Dings nehmen können. Aussehen. Ja, das wird bestimmt riesig. Wie riesig das ist! Du leist mir allen Ernstes ein Elite-Pokémon? Das kann diese Felsen sicher nur pulverisieren. Er hat aber auch erkannt, dass es ein Elite-Pokémon ist. Das ist cool. Du musst schon eine ziemlich große Nummer sein, wenn du sogar ein Elite-Pokémon dazu bringen kannst, anderen Menschen zu helfen. Mit der Hilfe deines Pokémons können wir den Acker erweitern. Was für ein Einblick. Ein Felsen nach dem anderen wird mühelos zertrümmert. Mit genauso viel Wucht werde ich die Hacke schwingen, um den Acker zu erweitern. Dann geht's aber nicht mehr weiter, ne? Und fertig. Also, dann habe ich das auf jeden Fall komplett ausgebaut, ne? Sieh dir das an. Dank euch werden hier die feinsten Feldfrüchte anbauen können. Ich würde dein Pokémon gern noch eine Weile hier behalten, damit es helfen kann. Falls du es gegen ein anderes Pokémon tauschen möchtest, das stattdessen Felsen zertrümmern kann, sprich es einfach an. Okay. Der Acker wird größer. Das freut mich. Gut, ich sage dann auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen.
Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.